Ja, hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer unplanmäßigen Grand Prix 2 Folge. Nein, keine Angst, das Let's Play wird nicht abgebrochen oder ich habe die Daten gelöscht. Nein, die sind alle noch da. Und zwar hat dieses Let's Play jetzt ja einen komplett anderen Grund. Und zwar habe ich mir mal von diesem Mod Grand Prix 2 Lab oder GP2 Lab, wie auch immer man es nennen darf, was ihr hier oben eingeblendet seht, da habe ich mir auch mal die Config-Datei angeguckt und da gibt es eine Einstellung, die heißt tatsächlich, SPA 98 ist gleich 1 für True. Also ich habe das jetzt mal auf True gesetzt, also dass es eingestellt ist. Und dort als Erklärung steht Simulate the Start of the Belgium Grand Prix 98, also 98, und der eine oder andere weiß vielleicht noch, was da passiert ist. Ich weiß selber nicht, noch nicht, welchen, wie das sich das jetzt hier auswirkt auf das Rennen, weil ich möchte sozusagen hier jetzt so mein erstes Erlebnis mit dieser Einstellung jetzt hier direkt im Video festhalten. Kleinen Moment, so. Daher bin ich mal gespannt, ob da überhaupt was passiert. Ich nehme mal an, wir müssen bestimmt da in Belgien fahren, oder? Und da geht auch jedes andere. Wir probieren erstmal Belgien, weil die Einstellung heißt ja nicht umsonst Belgien 98. Wir nehmen mal hier schnell irgendeine Einstellung hier, wo haben wir es? Ja, die nehmen wir einmal aus dem Let's Play. Ist auch egal. Wir machen einmal hier ein richtiges Rennen. Rennen ohne Wertung. Und wir machen einfach mal keine Qualifikation. Wir gehen direkt ins Rennen und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Im Übrigen habe ich zufällig mitgekriegt, wie man oben hier diese Positionsanzeige runterrücken kann auf Platz 20, aber ich habe leider vergessen, welche Taste, also es war mehr eine Zufallsentdeckung. So, jetzt gucken wir mal, was Bar 98 hier für eine Einstellung ist. Wir fahren mal hinterher. Also ich bin sehr gespannt, vielleicht passiert auch gar nichts. Ui. Ui. Okay. Was ist denn das? Das ist ja übel. Hallo? Moment. Was ist denn hier passiert? Was ist das für eine Einstellung? Wir fahren mit dem Auto und plötzlich? Cool, in der Wiederholung passiert nichts. Aha. Das ist ja putzig. Hm. Das ist eine lustige Einstellung. Gehst du auch auf irgendeinem anderen Kurs? Gehen wir nach Italien? Im schnellen Rennen. Einfach mal, damit wir hier nie extra irgendwelche Einstellungen noch vornehmen müssen. Geht es auch auf irgendwelchen anderen? Guck mal, was dort passiert. Ich habe jetzt ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber sieht trotzdem sehr spaßig aus. So, Ampel müsste gleich grün sein. Wir gucken einfach mal hier aus der Perspektive, aus der TV-Perspektive. Vielleicht sieht man da irgendwas Besonderes. Sehr guter Start auf jeden Fall. Alle kommen hier sehr gut weg. Und jetzt hacken wir hier durchs Feld. Das ist ja übel. Ja, genau. Und noch eine schwarze Flagge. Ja, genau. Das ist ja übel. Das ist Geschwindigkeit 500, stand da dran. Oh, ist das übel. Ach, jetzt ist es auch in der Wiederholung, oder? Ja, nicht wirklich. Scheint so, als wäre die Wiederholung da nicht so wirklich kompatibel damit. Auf jeden Fall gab es ja doch mal einen Unfall. Das ist ja geil. Das ist ja fett. Krass. Ey, Moment, Moment, das ist doch mal in Monaco. Das ist eine coole Einstellung. Wenn auch ein bisschen übertrieben, finde ich, aber trotzdem. Wenn auch ein bisschen übertrieben, aber es ist trotzdem ziemlich geil, was da passiert. Und zwar gucken wir uns mal die Michael Schumacher-Perspektive von hinten an.
Wir fahren einfach mal blind drauf los. Irgendwas wird sicher passieren gleich. Irgendwas Spektakuläres. Muss irgendwelche Autos durch die... Doch, hinten, da fliegen wir schon durch die Kante hier. Bang. Das war nicht so spektakulär. Ich habe mir das eigentlich spannender vorgestellt. Und wir uns hackt hier um die Rennstrecke. Wo stecken wir denn hier fest? Ja, meine Güte. Hier, guckt euch das an hier. Bang. Das ist ja übel. Ja, Könnte man sowas Tolles noch angucken? Vielleicht mal in Portugal. Mal gucken, wie das dort wirkt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, wir nehmen wieder die Einschläge Michael Schumacher-Perspektive. Das heißt, wir müssen einfach nur irgendwie blind Gas halten und dann sehen wir mal, was passiert. Ist natürlich blöd. Ach doch, die Perspektive ist, die ist gut hier. Und jetzt müsste eigentlich hinten gleich übelst knallen. Jetzt hier hinten fliegen schon die Karren durch die Kante hier. Oh, guckt euch das mal an, wie hier die Autos durch die Kante fliegen. Ja, bang. Und hier, zack. Ja, bang. So ein unrealistischer Scheiß, aber es ist trotzdem lustig. Natürlich kommen bei diesen Szenen hier keine Fahrer zu Schaden, weil es natürlich hier ganz eine reine Simulation, ein Computerspiel ist. Macht das aber bitte nicht in der Realität nach. Ja. Ach ja, komm, San Marino, da wirkt das bestimmt auch cool durch die lange Gerade oder diese lange Geradenkurve, wie auch man es nennen mag. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also wie gesagt, wird auch ein kleines Video aus Gag hier. Keine Ahnung, was die Anzeige genau bedeutet, aber naja. So, da hinten fahren wir. Hier mache ich ein paar Kurven, wie ihr seht. Jetzt müsste es eigentlich gleich ordentlich hier zur Sache gehen. Hier, bang! Hier fliegen schon die Karren durch die Kante. Eieiei. Hier hinten herrscht das totale Chaos und hier flippt's uns. Eieiei. Ja, ist gut jetzt. Ja, es gibt übrigens noch mehr Einstellungen, die ich noch nicht so direkt erfasst habe. Ich mache das erstmal wieder auf... Ah ne, es geht nicht, weil es gerade zugegriffen wird auf die Datei. Ja, Irgendwie gab es noch eine Einstellung mit... How many cars to mark on the lap time board range ist 3 bis 9. 9 habe ich eingestellt, aber irgendwie passiert da obviously nicht viel. Komm, einen machen wir noch, ja. Einen machen wir noch. Und zwar gehen wir dazu nochmal hier nach Spanien. Mich würde nämlich mal passieren, wenn ich stehen bleibe, ob das dann auch passiert, wenn ich mit dem Auto einfach stehen bleibe, ob das von alleine kommt. Aber die Frage, die ich mir immer noch stelle, ist, wie kann ich denn hier oben dieses Add the Line wieder runterscrollen? Das hatte ich mal durch Zufall gerade eben probiert. Aber jetzt ist es irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Also wenn ich stehen bleibe, passiert offensichtlich nichts. Ich muss also schon richtig fahren und sobald ich die Start-Ziellinie überquere,
passieren, hier die Massen crasht. Und jetzt natürlich die Frage, wenn ich die Startziellinie nochmal überquere. Ich drehe mal schnell eine Runde. Ob das dann nochmal passiert oder ob das wirklich nur immer beim Start kommt. Ja, das ist hier Spanien. An das Rennen in Spanien habe ich keine guten Erinnerungen im Let's Play. Aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Schnellste Runde, David Kuhl hat 1,35. Boah, und jetzt sind wir wieder ins Ausgerutscht. Ah, das kann man gerade noch so halten. Aber jetzt bin ich gerade richtig gespannt, was passieren wird. Ne, es passiert wirklich nur beim Start. Okay, schade. Ja, soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Crash-Video. Und ja, letztes Saisonfinale in Australien. Adelaide wird auf jeden Fall kommen. Ob ich es jetzt noch im August schaffe, will ich nicht versprechen. Aber ich sag einfach mal tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.